Jetzt werde ich vorstellen ein Glas 1300 GT. Bevor ich aber zu dem Auto komme, Glas. Wer kennt heute noch die Marke Glas? Glas ist eine bayerische Firma gewesen, die 1951 angefangen hat, ins Motorgeschäft einzusteigen mit Rollern, Rollermobile. Ab 1954 haben sie das bis heute berühmteste Auto gebaut, den Glas Gogomobil. Das werden wahrscheinlich viele kennen, das Gogomobil, aber mysteriöserweise weiß niemand, welche Firma eigentlich dahinter steckt. Also die Marke Glas. Über das Gogomobil gab es verschiedene Ausbaustufen, verschiedene größere Glasmodelle. Glas war die einzige deutsche Firma, die in den 60er Jahren ein komplettes Portfolio hatte, vom Kleinstfahrzeug Gogomobil bis zum V8 Luxuscoupé, als selbst BMW, Mercedes keine 8-Zylinder-Coupés hatten. Und alle Varianten dazwischen. Kleinwagen, Coupés, Cabrios, mittelgroße Wagen, Mittelklasse, Oberklasse, alles. Das komplette Portfolio. Hier sieht man nun das G, das Markenlogo der Firma Glas. So, und jetzt komme ich dann als nächstes mal zum Auto als solches. Wir haben hier also das 1300 Coupé. In dem Fall hier ist es Baujahr 66. Das Modell wurde gebaut von 64 bis 67, bis die Firma Glas von BMW aufgekauft wurde. Dieses Auto ist auch das einzige Auto, was BMW nach der Übernahme von Glas veredelt hat und als BMW weitergebaut hat. Dann sah er natürlich etwas anders aus. Er bekam dann die Stoßstange tiefer gelegt, sodass die BMW-Niere Platz hatte, bekam einen BMW-Motor, BMW-Rückleuchten und wurde dann als BMW 1600 GT verkauft. Hier ist aber das Original als Glas 1300 GT, gab es auch ein 1700 davon. Für mich sind das so ziemlich die schönsten Autos, deutschen Autos aus den 60er Jahren. Weil es einfach ein sehr, sehr schönes Design hat, ist natürlich Ansichtssache, aber sehr klassisch, sehr geradlinig, sehr elegant und relativ zeitlos. Das Auto ist von Frua in Italien, also Frua Design. Wenn wir jetzt beispielsweise mal auf das Armaturenbrett gucken, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach fantastisch. Es ist völlig undeutsch. Es sieht aus wie ein italienisches Armaturenbrett. Um den Fahrer herum angeordnet, Sportlenkrad, üppig instrumentiert, alles Rundinstrumente in Chrom eingefasst. Ultra klassisch, wie ich finde, unwahrscheinlich schön und zeitlos. Bei dem Auto hier ist die gesamte Innenausstattung, beziehungsweise bis auf den Teppich, aber alles andere im Originalzustand. Das ganze Armaturenbrett, die Sitze, die Sitzbezüge, das ist alles noch original von 1966. Darum sieht es hier auch nicht völlig neuwertig aus, aber es ist in Ordnung, es ist nicht kaputt, es ist wirklich zeitgenössisch. So, Armaturenbrett selbst, man sieht schon, es ist ein relativ kleines Auto. Ich bin 1,90, ich habe üppige Platzverhältnisse, also als GT wunderbar. Wir haben einen Vergasermotor natürlich zu der Zeit, der mit Joke bedient wird. Und die Heizungshebel sind hier an der Lenksäule angebracht, also sozusagen zum Hin- und Herschieben. Ein bisschen ungewöhnlich, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht. Man muss es halt wissen, dann ist es auch kein Problem. Hier haben wir den Motor, ein eigener Motor der Firma Glas, den man sonst in keinem anderen Auto findet. In dem Fall hier ist es der 1,3 Liter Vierzylinder mit 85 PS. 1,3 Liter, 1964, 85 PS. Es gab auch einen 1,7 Liter, der hat dann 105 PS. Das wirklich Besondere, Innovative an dem Motor ist die Ventilsteuerung. Weil die Ventilsteuerung geht hier über einen hinter dem Blech sich befindlichen Zahnriemen. Das ist soweit nichts Besonderes, hat heutzutage jedes zweite Auto. Glas ist der Erfinder dessen. Glasmodelle sind die ersten Autos überhaupt mit Zahnriemenantrieb. Von daher ist es durchaus was Besonderes. Was man hier auch noch erkennen kann, wenn man zur Batterie rüberschielt, drei Batteriezellen. Wir haben auch hier, wie zu der Zeit üblich, noch ein Fahrzeug mit einer 6 Volt Spannungsversorgung.
Kofferraum normal, würde ich sagen, für einen Sportwagen. Bisschen edel für die Zeit ist ein Teleskopstoßdämpfer in der Mitte, dass der Deckel von selber aufbleibt. Das ist ein bisschen seiner Zeit voraus, dieses Detail. Ja, ansonsten ist hier gar nicht so sehr viel zu sagen. Ich mache mal wieder zu. Was mir gerade auffällt, ist der Tankverschluss. Der Tankverschluss hier rechts in der C-Säule. Aber der deutet darauf hin, dass der Tank eben hinterm Rücksitz ist. Also relativ crashgeschützt. Hier sehen wir nun den Glas 1300 GT Baujahr 66 auf der Hebebühne. Wie man auch hier sehen kann, eine Vorderachse mit doppelten Dreieckslenkern. Nee, sorry, hier sind es nur Querlenker, keine Dreieckslenker. Also hier sieht man einen Querlenker und oben einen. Und ja, ein Fahrschemel ist es nicht, es ist der Achsträger. Ich nenne es jetzt hier Achsträger. Motor ist längs eingebaut, Heckantrieb, Kardanwell. Das ist alles ziemlicher Standard. Wenn ich jetzt hier mal weiter nach hinten gehe. Auch hier ist alles relativ Standard und auf den ersten Blick sieht jetzt die Achskonstruktion ziemlich veraltet aus, weil wir haben eine Starrachse mit Blattfedern. Wenn man sich jetzt meinetwegen erinnert, wie Mercedes zu der Zeit war, mit einer Schwingachse, mit Schraubenfedern, aber die halt eine extreme Sturzänderung hat, vielleicht gut gemeint war, in der Funktion nicht so doll. In der Funktion ist diese einfache Achse tatsächlich besser. Das Fahrverhalten von dem Fahrzeug ist besser als von damaligen Mercedes-Fahrzeugen. Die Achse ist zwar hier geführt an der Blattfeder, also die Blattfeder übernimmt gleichzeitig die Führung, aber wir haben immerhin Teleskopstoßdämpfer, die schräg gestellt sind. Also der Sturz der Räder bleibt hier im Wesentlichen konstant und das Fahrzeug somit relativ gut beherrschbar. Was es hat zum Ausgleich der Nickbewegungen der Karosserie, es hat einen Panhardstab, der ist immerhin schon da. Also hier auf der Seite an der Achse befestigt und an der Seite an der Karosserie befestigt. Wie der Panhardstab, was seine Aufgabe ist, die Nickbewegung in Kurven der Karosserie zu verringern. Weil es halt immer ist, die eine Seite zieht die andere Seite runter. Also wenn die Seite hochgeht, wird hier die Karosse runtergezogen oder hier umgekehrt. Das ist eine relativ einfache Funktionsweise. Ja, sonst ist hier eigentlich gar nicht was Besonderes zu sagen, zumindest nicht zum Wagentyp. Es ist eher was Besonderes zu sagen zu dem Erhaltungszustand dieses Autos. Das Auto ist nämlich nicht restauriert, aber man sieht hier den Unterboden, völlig originales Blech. An dem Blech wurde hier noch nichts geändert. Das ist relativ spektakulär für so ein Auto aus der Zeit. Mag daran geschuldet sein, dass dieses Auto hat Erstauslieferung in der Schweiz. Gut, in der Schweiz ist Schnee und Salz, das kennen wir alle, aber in der Schweiz ist das Geld. Und die Leute, die dort so ein Auto gekauft haben, haben es im Regelfall sehr gut gepflegt, gewartet oder sind vielleicht auch nicht sehr viel damit gefahren. Also oftmals sind Schweizer Autos in einem relativ guten Zustand. Dieses hier ist auf jeden Fall ein Beleg dafür.